Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video mit diesem komischen Typen, der hier am Mikro klebt. Leute, ich sehe aus wie ein absoluter Penner. Leute, ich weiß nicht, was los ist, aber ich habe Bad Hair Day, die Cap muss auf und der Schal darf natürlich auch nicht fehlen. Hier, Gräuter Fürth Schal in der Gräuter Fürth Torwartkette. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der FIFA 19 Torwartkette bei Gräuter Fürth. In der letzten Folge haben wir einmal bitter verloren, einmal durch eine richtig starke Leistung gewonnen. Heute haben wir ein weiteres Bundesligaspiel, Zweitbundesligaspiel gegen Paderborn. Und danach haben wir ein DFB-Pokalspiel gegen Holstein Kiel. Ja, ich bin gespannt. Gegen Holstein Kiel war ich tatsächlich im Stadion, in Real Life, ja. Wer mir noch nicht auf Instagram folgt, sollte das unbedingt tun, denn ich poste auf Instagram immer coole Sachen. Von mir privat, von irgendwelchen hinter den Kulissen Geschichten. Und da habe ich auch mal gepostet, als ich eben im Stadion war gegen Holstein Kiel. Da hat Fürth mit 4-1, glaube ich, gewonnen. Der höchste Sieg, den ich live im Stadion von den Fürthern gesehen habe. Ja, ich dachte da, erste Halbzeit war, glaube ich, 0-0. Und dann dachte ich, oh mein Gott, nein, bitte kein 0-0. Ich hatte noch nie ein torloses Spiel. Und dann hauen die in der zweiten Halbzeit ein 4-1 raus. Das war absolut heftig. Ja, wie gesagt, mein Outfit ist mega geil. Einfach mal Hashtag geil. Das Outfit in die Kommentare, aber ich denke, für dieses Video sollte es reichen. Macht euch da bitte keinen Kopf, das ist scheißegal. So, wir machen natürlich zum Anfang der Folge ein kleines Training und ja, ich hoffe natürlich, dass wir genauso gut halten wie im letzten Spiel, also das zweite Spiel der letzten Folge. Wie gesagt, das haben wir mit echt gut starker Leistung gut gewonnen. Das würde ich natürlich gerne wiederholen, denn wir sind, glaube ich, auf Platz 10, habe ich gerade gesehen. Klar, wir haben zwei Spieltage rumgemacht, ja. Da ist noch lange nichts gesagt, aber Fürth ist ja in Real Life richtig, richtig gut dabei und das wollen wir natürlich in dieser Karriere auch sein. Ich glaube, Fürth ist ein echt zweiter Platz oder so. Ich gehe auch bald wieder ins Stadion, da kommt auf Instagram auf jeden Fall wieder was. Und das kann ja nicht sein, dass sie in Real Life plötzlich so gut sind im Vergleich zu letztem Jahr und wir hier extra die Karriere bei denen gestartet haben und richtig scheiße sind. Das wäre ja richtig kacke. Also ich will natürlich, dass sie in Real Life immer noch gut sind. Ich hätte nämlich nichts dagegen, nächstes Jahr in Erstligaspiele reinzugehen. Aber ich will natürlich, dass wir hier auch gut sind. Und Leute, die noch nicht lang auf meinem Kanal sind, die können natürlich erstens gerne kostenlos abonnieren, dass sie nichts mehr verpassen. Und zweitens sei gesagt, dass ich kein Fürth-Fan bin. Ja, so ein bisschen, kann man schon sagen. Also ich bin eigentlich Bayern-Fan, aber zu den Bayern, da bin ich einmal im Stadion gewesen, in der Allianz Arena, und ich war bei Fürth jetzt des Öfteren, weil ich da eben Karten bekomme. Deswegen habe ich mich da jetzt mit dem Verein ein bisschen angefreundet, habe auch einen Schal gekauft und so, und ja, ist ganz witzig. So Leute, dreimal A, einmal ein B, Freistöße, die habe ich, ich weiß nicht, das ist so eine Glückssache, ich kann die manchmal, manchmal nicht. Da haben mir auch ganz schön viele geschrieben, weil ich manchmal hau ich so richtig krasse raus, haben mir ganz schön viele schon mal geschrieben, ob ich mal ein Tutorial mache. Leute, so gut kann ich das nicht, dass ich da ein Tutorial mache. Ja, auf jeden Fall spielen wir jetzt das Spiel und ich habe auch gesehen, die sind sehr nah beieinander, die beiden Spiele, also ich bin gespannt, ob wir beide spielen, natürlich hoffe ich das. Ja, wir gucken uns jetzt erstmal an, Paderborn, das muss auf jeden Fall ein Sieg werden. Und auch gegen Holstein Kiel, die sind auch aus der zweiten Liga, die müssen wir eigentlich, wir müssen weiterkommen im Pokal, die müssen wir eigentlich auch besiegen. Und Leute, da hinten habe ich immer noch die dunkle Ecke, sie geht nicht weg, ich weiß nicht, was ich dagegen tun soll. Wenn ich da den einen Rollo ein bisschen mehr hoch mache von diesem Dachfenster, dann ist es wirklich überbelichtet. Es ist wirklich so krass überbelichtet, wie in einem der F1 Videos, das wir jetzt aufgenommen haben. Das kommt, glaube die Woche sogar noch online, weiß es nicht genau, aber da war das auf jeden Fall deutlich zu viel Licht da hinten und ja, wenn ich die ein bisschen weiter runter mache, ist einfach komplett dunkel, also ich verstehe die Logik dahinter nicht ganz, aber egal, ich muss mir die Kopfhörer reintun, dann geht's los, Leute. So Leute, das Spiel läuft und natürlich mal wieder ein Heimspiel, endlich. Ich will die Torhymne auf jeden Fall ein, zwei Mal hören und ich will natürlich die drei Punkte mitnehmen. Was? Ein Torwartfehler. Alter, war ich gerade geschockt. Alter!
Was war da denn los? Nee, ist nicht passiert. Was war das? Ich bin gerade absolut geschockt. Ich will hier für den Sieg sorgen. Ich bin absolut auf Sieg aus. Und dann haut der in der 6. Minute eine Flanke rein. Und ich lasse sie einfach durchrutschen. Was ist denn mit mir los? Oh, schade. Also, ich muss mich mal ein bisschen anstrengen. Das letzte Mal, wo ich Torwart aufgenommen habe, war zwar schon ungefähr 2 Wochen wieder her. Aber, dass mir sowas passiert, ist ja richtig schlimm. Oh, was machst du? Was ist das für ein Spiel? Alter! Ich hab leider kurz rausgezoomt, aber der hat den Pfosten getroffen. Dann kam der Ball in die Mitte und anstatt, dass der ein bisschen dahin sprintet, hat er einfach zur Grätsche angesetzt, dass er dann quasi reingrätscht. Und ist daneben, hat daneben gegrätscht und ist nicht mehr an den Ball gekommen. Und hat die Chance somit vergeben. Alter, what the fuck. So, den haben wir jetzt mal ausnahmsweise. Oh, was mache ich denn gerade? Zum Glück hat der Trottel ihn rausgetragen. Einwurf für uns. Die Mannschaft ist eigentlich gar nicht so schlecht. Paderborn hatte bisher nur diese 2 Flanken. Und wir hatten schon einen Pfostenschuss, einen, der eine Torwart gehalten hat, eine Ecke. Also wir sind eigentlich schon besser, aber was mache ich denn, Alter? Was ist da los? Ja, der Stopp ist so verrückt hier. Was soll ich da machen? Ey, das kann nicht sein. Was ist hier los? Ich reg mich gerade richtig auf, Alter. Was? Also Leute, klar. Man kann das besser machen. Auch hier kann man. Man kann ihn halten. Wobei das natürlich jetzt deutlich schwieriger war als die erste Aktion. Ich sag's euch ganz ehrlich, das ist meine absolute Schwäche. Mir macht das richtig Spaß, eine Torwartkarriere zu machen. Und ich werde ja immer besser, das ist einfach so. Das ist aber meine absolute Schwäche, wenn die Flanke reinkommt. Ob es jetzt eine flache ist, ob es eine weite ist, es ist scheißegal, wenn die reinkommt und in der Mitte noch einer steht, der ihn abfängt, das ist richtig schwierig, weil du musst wirklich, du darfst den engen Pfosten nicht zu weit aufmachen, schade, du darfst das kurze Eck nicht zu weit aufmachen, musst aber trotzdem, und das habe ich jetzt hier in dem Fall nicht geschafft, den Mann da hinten decken, wenn kein Verteidiger deckt oder so. Muss, wie gesagt, schnell genug hinkommen, um den Ball dann zu kriegen. Ja, habe ich jetzt, wie gesagt, gerade nicht geschafft. 2-0 für Paderborn. Das ist richtig Abfuck. Schuss, hauen sie keinen raus. Die würde ich eventuell halten. 2-0. Zu Recht werden wir hier ausgebuht. Das war leider keine starke Leistung. Ja, die Mannschaft war ganz okay. Ich hoffe, dass der Trainer die jetzt nochmal ein bisschen pusht und dass ich auch jetzt nicht so viele Fehler mache, weil das war gerade gar nicht geil. Komm jetzt! Bring ihn in die Mitte! Was machst du? Komm! Komm! Bring ihn in die Mitte! Jetzt, du bringst ihn aber in die Mitte, komm! Jetzt! Mach doch mal die Flanke! Ja, genau, da steht er und da ist er drin! 1-2, 65. Spielminute. Yes. Anschlusstreffer für das Kleeblatt. Man muss es tatsächlich so sagen, Fürth ist ja keine gute Mannschaft, aber in echt nicht. Nichts gegen richtige Fürth-Fans, Fürth ist keine gute Mannschaft. Sie sind so lala, sagen wir es einfach mal so. Sie machen in dieser Saison, machen sie einiges immer noch falsch, aber auch einiges zum Glück richtig. Und das freut mich persönlich selbst auch. Was aber einfach Fakt ist, dass sie auch in Real Life die Tore fast immer in der zweiten Hälfte machen. Ja, ich hoffe, sie machen hier auch noch mehr Tore. Sie haben auch an dem Wochenende jetzt, also jetzt letztes Wochenende, haben sie am Samstag
Das haben wir auch live in der F1-Folge, die wie gesagt auch noch die Woche online kommen müsste. Haben wir das über Sky mit Jan ein bisschen geguckt. Neben F1 fahren, das war auch ganz witzig. Ja, auf jeden Fall, da haben sie auch einen 2-0 Rückstand gedreht und 3-2 gewonnen. Das passt doch perfekt. Komm, macht es einfach mal hier. Ich werde ein, zwei Bälle halten und ihr haut vorne raus, dann passt die Sache. Okay, Paderborn auf jeden Fall unter Druck. Die wissen nicht mehr ganz genau, was sie machen sollen. Allerdings haben wir halt auch nur noch 8 Minuten. Das könnte eng werden. Komm, bitte. 2-2 immerhin. Komm, 2-2 immerhin. Es ist noch nicht vorbei. Oh, es ist vorbei. Alter. Paderborn klärt schon wieder. Die haben wieder keine Ahnung, was sie machen sollen. Gugani geht vom Feld. Und wir haben nur noch eine Minute. Eventuell Nachspielzeit. Ich weiß es nicht. Das sieht aber nicht gut aus. Das sieht nach einer Niederlage aus. Komm, bitte. Bitte. Ihr seid doch mal im Vorstoß. Die lassen sich zu weit abdrängen. Das ist gerade das Problem. Jetzt spielen sie ihn wieder in die Mitte. Probiert's doch einfach mal. Es gibt nochmal eine Ecke. Die Nachspielzeit ist auch schon rum. Wenn sie jetzt durch die Ecke das Tor nicht machen, ist es vorbei. Und das war's. Ja. Alter, wo stehe ich denn? Es ist enttäuschend. Es ist wirklich enttäuschend, weil ich das 2-0 hätte haben können, das 1-0 hätte haben müssen. Und das ärgert mich. Richtig hart. Mir fällt kein Wort dazu ein. Also, boah, Alter, das ist echt nicht geil. Das nächste Spiel verloren. Zwei Spiele verloren, eins gewonnen. Jetzt simulieren wir mal ein Training, das auch nicht so gut gelaufen ist. Oh, das ist jetzt mies. 10. Platz und wir haben ganz viele Mannschaften, die noch unter uns sind, die nur zwei Spiele gemacht haben, die uns auf jeden Fall einholen können. Gut, zwei Niederlagen jetzt in der Saison. Ja, ganz so toll läuft es natürlich nicht. Aber das soll uns davon nicht abhalten, hier jetzt im DFB-Pokal gut zu spielen. Da ist auf jeden Fall Pflicht, weiterkommen. Und ja, mal gucken. Ich hoffe, ich halte ein paar Bälle. Komm. Wir dürfen jetzt nicht mehr patzen, das war richtig mies. Ich finde es immer noch schade, dass es kein Overlay gibt, so traurig einfach. Das ist so, warum kann man das DFB-Pokal-Overlay nicht einfach auch machen? Warum nicht? Okay Leute, Anpfiff, los geht's, Spiel läuft. Wir müssen jetzt mal einen guten, vielleicht auch ein bisschen höheren Sieg mal einfahren. Hätte ich auf jeden Fall nichts dagegen. Wir spielen wieder zu Hause und ja, wir dürfen halt nicht rausfliegen, das ist Pflicht. Komm, Green. Green, nochmal am Ball. Spielt in die Mitte. Yes! Zum ersten Mal seit langem gehen wir in Führung. Alter. Was da los? 1-0, 17. Spielminute. Endlich. So muss das. Green hier spielt hier einen Doppelpass mit ich weiß nicht wem. Und dann der Pass in die Mitte auf Gugani, der ihn super versenkt. 1-0 für uns, für das Kleeblatt. So gefällt mir das auf jeden Fall schon mal. Jetzt, der scheint durch zu sein, spielt ihn aber komplett quer und der Torwart hält ihn. Ja, es war natürlich ein bisschen unklug, die Aktion, dass er ihn so weit nochmal auf die andere Seite spielt. Da stand noch einer in der Mitte, die Option wäre, glaube ich, besser gewesen. Aber es war auf jeden Fall eine gefährliche Chance. Haben sie Glück, dass sie nicht das 2-0 kassieren. Torwart auch gut gehalten. Komm mit der nächsten Chance und der ist drin. So will ich das sehen. Das ist der Typ, der vorhin den Doppelpass mit Green gespielt hat. Wir wissen, wer das ist. Er macht auf jeden Fall das 2-0 für uns. Und so gefällt mir auch schon mal besser. Kiel war noch nicht einmal bei unserem Tor. Zumindest nicht gefährlich. Diese Ecke halt. Eine Ecke hatten sie.
Aber ein sauberer Schuss, volle Kanne in die Ecke, da kann der Torwart nichts mehr machen. Ja, 2-0 nach, weiß ich nicht, 30 Minuten. Kiel kommt nochmal vor der Halbzeit. Sie wollen nochmal ein Zeichen setzen. Da kommt die Flanke. Diesmal stehe ich auf dem kurzen Pfosten und diesmal kann ich ihn mir holen. Beziehungsweise wegfausten. Ja, mal eine Parade hier. Nice. Gibt wieder eine Ecke. Ich bin gespannt. Kurz vor der Halbzeit will ich jetzt eigentlich nicht noch ein Tor kassieren. Oh, shit. War ich da dran? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bin ich gesprungen wie so ein Irrer. Und er pfeift. Warum er da pfeift, weiß ich nicht. Hätte eigentlich noch einen Spielzug laufen lassen können. Halbzeit. Holstein Kiel, ne? Holstein Kiel. Hat bisher noch nicht so viel auf die Reihe bekommen. Zugunsten unsererseits, ja. Zwei Tore gemacht. Und ja, einen Ball wenigstens gehalten. Nice. Ja, wir müssen auf jeden Fall noch ein, zwei Paraden raushauen. Die werden schon Gas geben jetzt. Aber das sieht ganz gut aus für uns. Irgendwie, das erste Spiel verlieren wir irgendwie und das zweite gewinnen wir. Auch in der letzten Folge schon. Keine Ahnung, woran das liegt. Ich will eigentlich beide gewinnen. Oh, eine gute rausgespielte Chance und sie ist drin. 3-0. Omladic. Oder wie auch immer der ausgesprochen wird. Omladic. Oder was auch immer. 3-0, yes! So will ich das sehen, Leute. Auch wenn wir in dem zweiten Spiel jetzt nicht so viel zu tun haben, vielleicht ist das auch besser so. Ich weiß es nicht. 3-0 jetzt für Fürth. Und das sieht schon nach... Ja, ich will's nicht jinxen hier, aber es sieht schon nach einem Sieg aus, würde ich sagen. 3 Tore... So schlecht bin ich dann da auch wieder nicht, dass ich jetzt in der zweiten Halbzeit noch 3 Tore kassiere. Vor allem für eine Niederlage bräuchten wir ja 4. Ist ja Pokal hier, da geht es ja noch in die Verlängerung und so. Wenn ich jetzt direkt ein Tor kassiere, wäre das natürlich Karma. Pures Karma wäre das. Aber Kiel weiß nicht so richtig, was sie machen sollen. Ja, und da klären wir den Ball. Jo, den können wir sicher fangen. Wir probieren es einfach mal, den nach vorne zu hauen. Aber den kriegt er, glaube ich. Oh, den kriegt er doch. Den kriegt er doch. Kann den auf die Außen köpfen. Jetzt vielleicht die Flanke in die Mitte. Steht er da? Aber den kriegt er dann leider nicht mehr. Jetzt nochmal die Chance. Er muss ihn nur noch nach vorne bringen. Ja, und da ist er drin. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Es sah mir hier so ein bisschen unsicher aus. Ich wusste nicht genau, was er davor hat. Aber ein Pass, ein Schuss, Pfosten und drin. Das finde ich ein bisschen scheiße. Also muss ich ganz ehrlich sagen, Pfostentreffer, da kannst du ja nichts machen als Torwart. Also wenn jemand den Pfosten trifft, dann geht er immer rein. Das ist ein bisschen lame. Aber 4-0, dagegen habe ich absolut nichts nach dieser 2-1 Niederlage gegen Paderborn gerade. Ja, das soll es dann hoffentlich gewesen sein, ist es auch. Wir sind im Pokal eine Runde weiter und das richtig deutlich. 4-0 gegen Kiel. Die hatten nicht so viel zu melden. Leider natürlich, wie gesagt, das erste Spiel dann wieder bitter blöd verloren. 2-1 durch so eine Scheiße dann, dass ich so einen Fehler mache. Gut, in der heutigen Folge hatten wir nicht so viel zu tun. Das, was wir zu tun hatten, haben wir ein bisschen verbauert. Aber ja, ich denke, das wird auf jeden Fall wieder werden. Die nächste Folge kommt spätestens nächste Woche. Ich habe halt leider ein bisschen Stress momentan mit Schule und diesem jenem. Also ja, verzeiht's mir. Ich mache jetzt auch Abitur und habe da ein paar Prüfungen und es ist immer wieder aufs Neue stressig und ja, aber man kann auf jeden Fall sagen, dass ich natürlich nächste Woche Ferien habe, danach wieder Praktikumsphase, ja, habe ich auf Instagram auch schon mal erzählt.
und auch schon auf YouTube in der letzten Torwartkette-Folge, ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist schon, während der Schulzeit ist es stressig, ansonsten natürlich Ferien und so. Da werde ich wieder für euch aufnehmen, keine Frage. Und seid auf jeden Fall gespannt auf die nächste Folge. Da haben wir natürlich wieder zwei Spiele in der zweiten Bundesliga. Und in der zweiten Bundesliga müssen wir eigentlich jetzt mal ein paar Punkte sammeln, weil 3 Punkte aus 3 Spielen, das ist leider nicht so geil. Gut, das war's für eine Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Wertung da, haut rein, bis dahin und ciao, ciao.